Hi. Schön, dass ihr da seid und danke fürs Einschalten. In der letzten Folge Elden Ring sind wir in den Horrorwald gegangen. Und da sind wir jetzt. Da geht's jetzt weiter. Zeit vertreiben brauche ich nicht. Hier waren so Leute unterwegs, die mich verfolgt haben. Und mir Wahnsinn beschert haben. So, ich glaube, durch das Wahnsinnsgebiet bin ich durch. Und jetzt geht's einfach erstmal weiter ans Erforschen. Aufgedeckt habe ich die ganze Nummer ja. Das ist, glaube ich... Hä? Nee, wait, laufe ich gerade in die falsche... Nee, von da bin ich gekommen. Ja, okay. Hä? Ich bin verwirrt. Da war ich schon? Oder ist das eine andere Ebene? Ich laufe jetzt einfach mal weiter. Mein Ross kann ich ja nicht benutzen. Und was ich hier unten suche, weiß ich nicht so genau. Aber ich laufe hier mal lang. Ah, die machen alle diesen Wahnsinn auf mich. Was war denn nochmal, wenn der voll geht? Hä? War ich hier schon? Nee. Ich würde sagen, hier unten geht's weiter vielleicht? Hä, aber das sieht gleich aus wie da, wo ich schon war. Aber hier war ich noch nicht. Oh, eine Ratte. Oh Gott. Diese Musik tut ihr Übriges, ne? Ist das die falsche Richtung? Es könnte die falsche Richtung sein. Hier laufe ich doch wieder zurück. Oder? Was ist das hier? Cool. Oh Gott. Oh Gott, was bist du? Was bist du? Oh Gott, du bist so ein Ding. Oh nein, es hat mich gesehen. Ich kann dich nicht killen. Ich bin tot. Oh, ist das eine miese Nummer. Komme ich hier überhaupt irgendwie an dem Ding vorbei? Oh, Marikas Pfahl. Gar nicht mitgekriegt, dass da einer in der Nähe war. So falsch kann der Weg dann gar nicht sein.
Ich habe keine Ahnung, ich sehe nichts. Scheiße. Ja. Kommt man überhaupt weg von denen? Gott. Ach du Scheiße. Und ich dachte die ganze Zeit schon so, ach so gruselig ist der Wald gar nicht, aber mit diesem Nebel jetzt, bei dem ich keine Ahnung habe, wo es hingeht, das ist voll mies, ey. Was soll denn der Mist? Warte. Bringt's vielleicht was? Oh Gott, jetzt sehe ich noch weniger. Kann ich meinen Leuchtebobbel wieder entfernen? Will ich überhaupt hier durch? Ja, vergiss alles. Kann ich mich ja eigentlich wieder killen lassen, wa? Oder? Muss ich hier einfach lucky durchkommen? Ja, gut. Oh, ich hab's überlebt. Ich bin verwirrt. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ja, das ist eine Stealth-Passage. Ich habe es auch Stealth probiert und trotzdem wurde ich gesehen. Ich verstehe es nicht. Jetzt sehe ich ein bisschen mehr. Wow. Okay. Meine Seelen sichern, dass ich da rankomme. Runen, Entschuldigung. Da ist es. Aber ah, okay. Klärende Boli. Die sind, glaube ich, gegen den Wahnsinn.
alles viel zu aufregend für mich. Da bekämpfe ich lieber 100 Bosse, ey. Oh Gott. Okay. Ich glaube, ich kann wieder. Vorne sind Wasserfälle. In welche Richtung laufe ich? Wow. Hä? Gegen die ganzen Ratten zu kämpfen. Da vorne sehe ich was leuchten. Was ist er? Was ist das? Ah, das sind so Zauberboys. Keine Ahnung. Ich habe sowieso die Orientierung irgendwie ein bisschen verloren. Ist hier irgendwo eine Rune? Hier leuchtet so. Nicht eine Rune. Hier eine Gnade. Eine Gnade. Guck mir das mal von oben an. Handbuch des verrückten Handwerkers. Aha. Warum ist da in der Mitte so ein goldener, leuchtender? Hier leuchtet's, aber da ist nix. Ah, da, Gnade. War ich bei der schon? Nee. Okay. Gut. Gucken, wo es hier oben lang geht. Aber ich glaube, mein Weg führt da hinten lang. Hey, Radikal. Ach. Noch einer.
Hallo Rattis, was versteckt ihr? Was beschützt ihr? Gar nichts. Hier ist eine Eule. Du bist eine ziemlich coole Eule. Eigentlich will ich dich nicht hauen, aber du sitzt da so, als wolltest du gehauen werden. Nein, wir hauen jetzt hier nicht irgendwelche random Eulen. Du bist ja auch eine Eule. Und hast einen Geisterkumpel. Okay. Hä? Bin ich jetzt hier hochgelaufen wegen gar nichts? Oh. Nun. Ach, guck mal. Ist das der Nebel, durch den ich da vorhin gelaufen bin? Nee. Oder? Nee, der war hier unten irgendwo. Hätt's einen anderen Weg hier hingegeben. Okay. Verstehe. Nun. Dann geht's wieder runter, wenn hier oben gar nichts ist. Und in die Richtung nach da hinten. Süden. Irgendwo. Oh. Ah, okay. Nichts passiert. Entschuldigung. Ja, muss ich doch bei den beiden da durch. Was haben die nochmal gemacht? Ich glaube, die kann ich einfach verprügeln, ne? Ich glaube, ihr wart nicht weiter wild. Wir werden es gleich wissen. Jupp. Bast. Ja, dann gehen wir mal weiter hier. Sollte ich hier vielleicht erst oben lang? Steht da oben irgendein Gegner, der mich dann von oben beschießt? Entweder das oder es handelt sich einfach um einen Weg, um die Jungs zu umgehen. Mach dein Kumpel, bleib da hinten, sehr gut. Goldenes Horn. Da unten sind noch mehr von denen. Wo geht's da lang? Ist da was? Ah, Entschuldigung, der Husten ist einfach immer noch nicht ganz weg. Vor 3 Wochen oder so bin ich krank gewesen. Will ich unten durch? Wahrscheinlich will ich eigentlich unten durch. Geht's da unten durch? Ich denke ja. Keine Ahnung, warum ich hier... Ja, der O... Ah, ich kann mich nicht entscheiden. Ich hüpfe jetzt einfach hier runter. So. Mit euch will ich nichts zu tun haben. Was ist das? Da hinten ist eine Hütte. Das Haus... Das Hexenhaus. Ich hätte jetzt fast gesagt vom Nikolaus. Aber ich glaube, der wohnt nicht in so einer Umgebung hier. Was seid ihr? Vögel?
Ihr seid Krähen oder sowas, keine Ahnung. Ich will es eigentlich nicht rausfinden. Ja, wilde Vögel. Alles, was fliegt, ist bäh. In diesen Spielen. Wir nehmen den Geheimgang, der hier oben einfach zum Rüberhüpfen ist. Nein? Ah, schade. Das wäre auch zu schön gewesen. Kein Geheimgang. Aber hier, ins Fenster kann ich rein. Nein? Schade. Auch nicht. Sieht alles so dunkel aus hier. Als wäre gar niemand zu Hause. Hallo? Na gut, dann eben durch die Wandtür. Durch die Vordertür durch. Ach, guck mal. Da haben wir auch eine Gnade. Besser wäre es wahrscheinlich, wenn ich mir erstmal die Gnade hole. Ralle Traube. Alright. Geht nun. Mithras Pfarrhaus. Kommt nicht näher. Keinen Schritt näher, sage ich. Der Wahnsinn lässt sich nicht länger zügeln. Okay. Darf ich mir trotzdem kurz das Bild anschauen? Schön. So toll sah es hier mal aus. Na, Kumpel, da hast du deine Bude aber ganz schön herunterkommen lassen. Seid willkommen, o ungeladener Gast. Doch ich muss euch warnen, bevor ihr eintretet, folgt den Worten unseres großen Meisters Mithra. Nähert euch dem Wahnsinn nicht, damit ihr ihm nicht erliegt. Nun, tatsächlich habe ich das bereits auf dem Weg hierher feststellen dürfen. Nicht von dieser Seite zu öffnen. Aha. Ups. Ups. Nee, 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 Kumpel. Hallo? Hier sieht ja alles ganz normal aus. Ausgerissene Tagebuchseite. Du hast keinen Bock auf mich. Ihr auch nicht. Na gut. Dann halt nicht. Noch eine pralle Traube. Jetzt habe ich zwei. Hallo. Oh, Entschuldigung. War vielleicht ein bisschen laut. Der Wahnsinn fällt hier vom Himmel.
Hi, ich muss hier nur kurz durch. Autsch. Ja, die sind einfach einen Ticken einfacher mit Schild, ne? Mit meinem guten Buckler. In dem Fall, nee, warte, so und so. Wobei ich auch die Keule einhändig nehmen kann, ne? Ich glaube, der mit seinen zwei Schwertern ist auch einfacher mit Buckler. Wir werden es gleich rausfinden. Ja, schon ein wenig. Hallo? Oh, hi. Oh. Guten Tag, der Herr. Aber müssen Sie denn so aggressiv sein? What? Okay. Ich denke mal, das hier ist der richtige Weg. Schmeißt mit irgendwas. Lodernde, rasende Flamme. Cool. Deswegen. Ah, nee, da geht's noch höher. Okay. Ich wollte gerade sagen, deswegen bin ich hier hochgelatscht? Nee. Muss hier schon noch. Muss hier schon noch was geben. Weiß nicht warum, aber... Oh, Ratten. Oh Gott, viele Ratten. Ah, okay. Ups. Oh, und dann diese schummrige Musik die ganze Zeit. Ey, wo kommt ihr beide denn her? Ihr seid mir hinterhergelaufen, wa? Von unten. Will ich zu den Ratten überhaupt? Ich glaube, ich will zu den Ratten gar nicht, ehrlich gesagt. Kriege ich eh wieder nur irgendeinen Loot, den ich nicht benutze.
Eine Gnade. Hallo? Okay. Der hat irgendein Problem, der Kumpel. Wie viele kann ich ein Level aufsteigen? Nee, ne? Gerade so nicht. Wenn ich die Ratten kill, vielleicht. Ich weiß nicht warum, aber ich habe das dumpfe Gefühl, es wäre äußerst sinnvoll, hier oben lang zu laufen. Oh, da drüben kommen... Ups. Wait. Ich muss irgendwie oben lang, oder? Jetzt kann ich leveln. Oh, warte, war da ein Hebel? Nee, du bist einfach nur irgendein... Kerzenständer. Aha. Hallo. Doch nicht oben lang. Wer baut denn in seine Kirche? Das war doch eine Kirche, oder? So viele versteckte Wege ein. Da findet sich doch niemand zurecht. Ah, jetzt oben lang. Verstehe. Oh, oh, oh. Ah, nichts passiert. Alles gut. Shortcut. Hi. Oder? Jupp. Aber das... Ich weiß nicht, ob das so ein guter Shortcut ist, weil ja hier der Kumpel gleich um die Ecke steht. Hallo, Leiter bitte. Danke. Und da oben auch einer. Und die haben ja alle ein Problem mit mir. Egal. Lauf einfach an denen vorbei. Easy. Oh oh. Ups. Was ist hier? Oh, hi. Ach, lol. Ach, ich hätte... Ach so, das oben wäre der Easy-Weg gewesen. Hier unten muss ich mich jetzt mit einem Fettsack prügeln. Verstehe. Da oben hätte ich gleich darüber gehen können. Hi. Na, ihr zwei. Ey, nicht anzünden.
bin ich jetzt kein großer Freund von. Noch eine Gnade? Hier gibt es viel zu viele Gnaden. Und warum? Diese Leiter führt... Moment. Ah. Wollte gerade sagen, die führt gar nicht runter. Ist das nochmal eine Abkürzung? Da unten war ich doch 100 pro schon. Ja, okay. Aber warum mache ich mir eine Abkürzung frei für eine Gnade? Das ist alles seltsam hier. Wo die Gnade unten gleich ums Eck ist, also verstehe ich nicht ganz. Hi. Ich glaube, dir muss ich ein paar auf die 12 geben. Kennt eure Torheit keine Grenzen? Nope. Gnadenlos. Ja, habe ich mir schon gedacht, dass du jetzt aufstehst. Das war zu erwarten. Ich hätte ihm vielleicht zuhören sollen. I have endured more than enough. Okay. Ah. Aua. Oh, Kumpel, muss das denn sein? I ask you forgive me, dearest Nanaya. Gottes Willen. Ew. Und jetzt? Kämpfst du jetzt kopflos? Oh. Hi. Sauron am Start. Nun. Ich habe das Gefühl, ich sollte hier vielleicht saure Bonbons... Oh Gott! Saure Globuli essen. Warte mal. Aua. So, jetzt. Ah ja. Gut, wir haben hier einen Stunlock. Wir haben einen Stunlock. Es tut mir leid, das wird kein allzu toller Kampf. Oder vielleicht kommt noch ein bisschen was Spaßiges am Ende. Holy shit. Au. Okay, es kommt was Spaßiges. Aber den Start kann ich stunlocken. Das ist gut, brauche ich weniger Heilung. Let's go. Natürlich hat er eine zweite Phase.
Hochmut, ja. Ach lol, ich wollte mal gucken, was er macht. Ich glaube, ich sollte ihn erst mit der Keule verprügeln. Ach shit. Okay, da muss ich... Wie mache ich das? Ich näher ran. Ich glaube, er schießt hinter mich, wenn ich näher dran bin. Wenn das immer sein erster Move ist, kann ich da, glaube ich, was Gutes machen. Okay, also, erst mit der Keule. Und gar nicht reden lassen. So. Bisschen anderes Timing. Ach, später. Aber der macht gar nicht so viel Frenzy-Gedönse, ne? Geht. Ich dachte, da kommt mehr Wahnsinn. Nein, das wollte ich nicht. Hau ihn, danke. Ah, zu früh. Shit. Ja, der geht. Der geht voll klar. Ich brauche nur... Ich muss es halt richtig machen. Die Timings treffen. Dann dürfte der eigentlich relativ schnell hinüber sein, denke ich. Mist. Ah.
Also wenn er so von oben runterfällt, glaube ich, vorhin bin ich, glaube ich, mal ausgewichen der Explosion. Ich glaube, wenn ich da das Timing treffe, kann ich der Explosion komplett ausweichen. Schnauze, junger Mann. Habe ich es getrunken? Nein. Ah, das Timing. Okay. Mist. Gibt's doch nicht. Vielleicht doch einfach normal killen. Aber das Stunnen ist schon schön. Ich mag das. Doch mit der Keule normal killen. Probier's mal. Wie schnell ich aufgebe, ne? Mit der Taktik. Oft genug probiert jetzt. Jetzt muss er langsam mal drauf gehen, der Kumpel. Hübschi, hi. Danke fürs Einschalten. Ach, zu spät, ne? Ja. Zu hoch. Autsch. Nee. Zu gierig. Zu gierig. Ah, das ist so ein Ding, so. Der kommt mir so einfach vor. Und deswegen bin ich da unaufmerksam. Oh oh. Das wäre beinahe in die Hose gegangen. Och nö. Ja, ich sehe nichts. Bleib weg. Oh.
Ah, mit der Keule geht's auch. Aber es sind auch nur zwei Hits mit dem Schwert, ne? Ich probier's nochmal mit dem Schwert. Okay, wow. Herr der rasenden Flamme. Mhm. Mal schauen, ob ich ihn so schon vielleicht... Wow, er holt mich aus meinem Angriff raus. Das war ja mies. Ich renne lieber weg. Ah, Mist. Echt jetzt? Dieser Wahnsinn ist aber auch echt immer eine miese Nummer, ey. Ey. Wenn ich mich jetzt erinnern könnte, was ich vor Monaten noch für Waffenkombinationen benutzt hatte, die irgendwie abgegangen sind, die ich hochgeskillt habe und die ich irgendwie hingekriegt habe. Einsamkeit. Einsamer Mondschnitt. Ach, sowas hatte ich mal probiert, aber das hat auch alles nicht so richtig funktioniert. Da gab es irgendein Samurai-Schwert, das Blutung verursacht hat. Habe ich das gelevelt und geskillt? Blutige Ströme war das. Ah nee, das war mir dann zu doof. Ja, okay. Ich glaube, ich habe tatsächlich nichts benutzt. Vielleicht wollte ich und habe es einfach nicht gemacht. Wait. Das Ding sieht genauso aus wie das Teil, was er sich da rausgezogen hat. Wahnwitzige Hand. Ah, es gibt einfach so witzige Waffen. Okay. Aber, oh, kann man den parieren? Oh, den werde ich aber doppelt parieren müssen, ne? Den werde ich wahrscheinlich doppelt parieren müssen. Das ist dann nix, wenn ich ihn doppelt parieren muss. Aber wir probieren es mal.
Ach komm. Direkt der erste Schlag, den er auf mich macht, den habe ich pariert. Aber es hat nicht gereicht. Es hat leider nicht gereicht. Man muss ihn mindestens zweimal parieren. Das Räuspern tut mir auch ein bisschen leid. Wie gesagt, es hängt mir immer noch im Hals. Man muss auf ihn zurennen, dass ich schneller um ihn rumkomme. Ach, come on! Warum kannst du mich nicht einfach mit deinem Schwert oder mit deinem Stab hauen? Und musst dann noch ein bisschen rumspucken. Dämliche, rasende Flammenspucke. Na gut. Okay. Dann machen wir ihn jetzt koordiniert. Ohne cheesy Blödsinn. Einfach geradeaus mit einer dicken Keule ins Gesicht. Einfach geradeaus mit einer dicken Keule ins Gesicht. So sieht's nämlich aus. Also erstmal auf ihn zu, weil das hier, dem muss ich ausweichen. Come on! Warum habe ich vorhin keinen Schaden bekommen dadurch? War ich jetzt wieder nicht weit genug weg? Für mich sah es so aus, als hätte man dem davonlaufen können. Das muss ich nochmal ausprobieren, indem ich noch weiter weglaufe. Einfach ans andere Ende der Kammer. Ey! Es tut mir doch auch leid, lieber Midas. Ich habe keine Ahnung, warum ich hier bin, ehrlich gesagt. Ich habe dich jedenfalls bei was gestört und das stört dich und jetzt willst du mich verhauen. Und drüber reden ist nicht. Ich kann dem nicht ausweichen, wenn ich so nah dran bin. Ach ja, der Wahnsinn wieder. Scheiße. Da kommt erstmal eine Weile gar nichts im Chat. Und dann kommt der Paul rein. Oh Mann, ey. Oh, Leute. Ich bin halt zu gierig gerade. Ich weiß schon auch, dass ich ein bisschen ruhiger machen sollte. Aber ich will ihn schnell killen.
Und du gehst direkt in den Lurk zurück. Wow, danke. Oh, das ist falsch. Ich wollte eigentlich heilen. Ah, du rattiger Mistsack. So, jetzt können wir. Aua. Oder auch nicht. Alter, der hat aber auch wieder so dumme Timings, ne? Ah, shit, 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 shit. Ich glaube, ich bin nicht weit genug weg. Doch. Okay, man kann einfach weglaufen. Wow, was ist das? Ey, Junge! Dass es gerade zu weit ist, dass ich dem nicht... Aua! Nein. Nein. Dass ich diesem einen Schwung, den er macht, gerade so nicht ausweichen kann. Dieser Feuerwand, die dann da auf mich zukommt. Ah, oh, war das wieder knapp, ey. Ey, wie gesagt, ich weiß nicht, warum ich hier wie der letzte Boss reinlaufe und dir einfach dem alten Typen einfach ein paar über die Rübe ziehe. Ich habe keine Ahnung. Ah, okay, da muss ich gar nicht... Ups, zu früh. Nicht gut, nicht gut. Oh. Nein, bleib weg. Oh. Oh. Nein. Lass mich, lass mich, lass mich, lass mich. Zweite Phase, ja oder nein? Nein, keine zweite Phase. Gut. Ah. Echo des Herrn der rasenden Flamme. Okay. Nice. Gigi, dankeschön. Ja, hab mich ein bisschen zu dumm angestellt. Ich hätte gleich anfangen sollen, sein Pattern zu lernen. Nachdem ich mich dann ein bisschen konzentriert habe, ging's. Ein bisschen rumprobiert. Aber top. Gut. So, war das jetzt
alles hier unten in diesem Wald? Achso, bestimmt kann ich einmal leveln, oder? Ne, warte, Geschick ist doch falsch. Kondition will ich, ne? Ausdauer, ja. Genau. Achso, ich kann sogar zweimal Kondition leveln. Ja, cool. Der hat mir ganz schön viel Loot gegeben. So. Ja, ich denke, das wird der Wald gewesen sein. Ich bin, glaube ich, von hier darüber und dann wieder da zurück und jetzt nach Süden runter. Ziemlich sicher wird das der Wald gewesen sein. Und damit sage ich einfach mal an alle, die auf YouTube das im Nachhinein anschauen, danke fürs Einschalten, schön, dass ihr dran geblieben seid und bis zum nächsten Mal. Haut rein, tschüss.